Hallo Leute, der Hamsen und ich melden uns wieder zurück aus GTA Online. Moin Leute. Und wir spielen oder wir versuchen es mit der Quest Dieb gesucht. Ja, das heißt, wir müssen. Das ist ein schönes Auto hinter dir. Ich muss genau den nehmen. Das ist mir völlig egal. Ach ja. Aber die sind total nett hier, die Leute, ne? Dass sie dir immer die Autos zur Verfügung stellen. Ja. Ja, also Dieb gesucht heißt, wir müssen zwei Autos kapern sozusagen. Dummerweise sind die unterwegs und stehen nicht rum. Das erschwert das Ganze ein bisschen. Ja. Was ja auch noch das Ganze ein bisschen schwieriger macht, es sind ja diese Anfangsmissionen. Am Anfang hat man jetzt nicht so die große Ausrüstung, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schalldämpfer, glaube ich, für seine Pistole kaufen würde. Wäre das Ganze auch schon wieder eine Nummer leichter? Upsi. Na, fahr mal so in die Richtung, die ich da angemarkert habe. Ich habe gerade keinen Marker. Fährst du nach Norden? Ja, weil du nach Norden. Was? Ich habe keinen Marker, deswegen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Hast du einen Doppelklick gemacht? Ja, das war auf jeden Fall hier angezeigt. Fahr mal hier runter. Ah ja, okay, alles klar, jetzt habe ich alles. Oh, das war knapp. Jo. Also bei mir ist ganz häufig das Problem, wenn ich fahre und der Wagen leicht beschädigt ist. Ich komme ganz schnell ins Driften und das Heck bricht aus und dann dreht er sich wieder, weißt du? Und dann kommst du einfach nicht weg von den Bullen. Ja, das ist halt von Auto zu Auto verschieden. Also die Autos haben schon wirklich sehr verschiedene Fahreigenschaften, mhm. Und das merkt man denen auch deutlich an. Ja, und natürlich ist es wie immer eine Gewöhnungssache. Wo ist denn der Penner? Da, wahrscheinlich jetzt, stopp! Vielleicht sollten wir uns echt vor ihn setzen, ja? Nicht. Ich versuche mich jetzt vor ihn zu setzen und dann versuchen wir bitte durch die Frontscheibe zu erschießen. Alter, er ist halt in der Gruppe verschwunden bei mir. So, jetzt haben wir gerade eine gute Möglichkeit. Jetzt, stopp! Stellt sich quer! Ja, schieß doch einfach hinten raus. Nein. Hier geht das nicht. Ja. Das war's. So, alles klar, umsteigen. Wow! Und weg. Oh, der wir machen Dollar dabei. Ein Stern haben wir. Schüttel rechts. Oh nein, zu spät. Oder weg, zurück. Wie auch immer. Nicht nach oben, genau. Die kommen jetzt von hinten. Ja. Die gehen aber erst zum Unfallort. Oh, super. Die sind nicht hinter uns her. Richtung. Wir müssen hier mal rum. Ja, genau. Sonst kommen wir ins Hafengebiet und da kann man nicht so schnell wieder raus sonst. Pass auf, links! Ne, die anderen sind da oben auf der Brücke, die sehen uns hier unten gar nicht. Ja, doch, fahr jetzt aber trotzdem. Ja, gut. So, wir sind so schon los. Gut. Da nur ein Stern, das geht schnell. Wir können jetzt auch ganz dreist einfach an denen vorbeifahren und die wissen dann gar nicht, dass wir das sind. Also der Realismus, sag ich mal, schlägt dann in beide Seiten aus. Es kommen zwar am Anfang viele Cops, ja, jetzt bei drei Sternen oder so. Aber die vergessen auch wieder schnell, was du gemacht hast, ne? Richtig, genau, aber man wird das eigentlich auch relativ gut wieder los. Das Auto ist gar nicht so kacke. Nee, sieht auch gut aus. Ja, genau. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was das jetzt für einer war. Auch schöne Felgen. Nur die Frontscheibe müssen mal wieder geputzt werden. Ja. Die Frontscheibe. Warte mal. Aber so coole Autos fährst du eigentlich sowieso nur mit Helm. Mach mal ein bisschen Ego-Perspektive. Ey, wir wollen heil ankommen, ne? Wir sind schon fast da. Oh, ja, da ist ein bisschen zickig dann. So, links und dann wieder rechts, genau. Ja, jetzt ist es immer. Fahr die Frau nicht um. Im Zweifelsfall bringt die mehr Gewicht auf die Straße. Das ist Auto 1. So. Das war Auto 1. Jetzt müssen wir natürlich das nächste holen. Warte, ich gehe auf Faust mal wieder hier, nicht auf Pistole. Ach, guck mal, mein Auto steht noch hier. Braves Auto. Warum der zweite ist jetzt ein Sportwagen? Seht ihr, Hamsen ist da zielstrebig. Okay.
Ich schätze einfach mal. Nee, das war nicht gut, auf den Highway zu fahren. Nee, oh. Ja, sorry. Ja, schon gar nicht darum. Wie fährst du anders auf der Autobahn? Ach, mir ist das eigentlich egal. Ich achte nicht drauf, ob es eine Ausfahrt oder eine Einfahrt ist. Eben. Wow. Wir müssen rechts runter. Hier, fahr hier durch, rechts. Und dann direkt raus. Genau, perfekt. Und dann musst du schauen. Rechts? Rechts? Ups. Ja, genau. Perfekt. Oh, die ganze Seite zerkratzt. Noch. Nee, geradeaus. Bist du unten auf der anderen Seite vom Kanal? Nächste Seite, rechts, 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 rechts. Gleich, wenn du kannst. Jetzt da genau. Ach, der ist unten, ha? Ja, der ist unten. Und jetzt hier rechts, scharf rechts. Hier. Ja, der kennt uns. Links, ja. Rechts und wieder links. Und dann haben wir die Drecksau. Ich meine, den netten Herrn. Müssen wir mal schauen. Am besten direkt wieder. Zufällig in der Ampel. So, genau. Vor ihn setzen. Nein. Er hat's gewusst. Ja, den zu kriegen wird anspruchsvoller. Naja, das stimmt auch. Ja, vielleicht hält er sich ja wieder so schön in die Verkehrsregeln. Guck mir weg. Weg ist er. Aussteigen. Rüber. Aus mit der. Hab ich den erwischt oder hast du ihn erwischt? Ich hab mit der MP drauf geballert. Oh. Eine Kokette. Was soll das wohl heißen? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Nein, Scherz. Links, links! Ich wollte sagen, no. Jetzt fährst du in die Bullen rein wahrscheinlich. Rechts nochmal, wenn du nicht die Bullen willst. Geradeaus, immer weiter geradeaus. Ah, gut. Jetzt bei der nächsten Gelegenheit, fahre weiter. Ja, ich habe also jetzt, dieses hier zum Beispiel, habe ich jetzt auch eingezeichnet. Okay. Oh, guckt euch diese Lensflare-Effekte an, ey, diese Abendrot hier. Ich befürchte, dass die Ego-Perspektive, wenn alles so an dir vorbeifliegt, dass die sehr, sehr viel kosten, dem Rechner, und auch Speicherplatz belegen jetzt hier im Video. Das ist durchaus möglich, ja. Deshalb gehe ich mal wieder raus. Ja, ich kann auch nicht vernünftig fahren in Ego-Perspektive. So, da sind deine Autos. Nice! Great! Well done! You are very resourceful. I like that. Really, I do. I like that too! Mission bestanden und das nur wegen Hamsen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das allein gemacht, das hätte niemals funktioniert. 10.000. Aber wir müssen sofort einzahlen, ne? Nicht vergessen. Sofort einzahlen und sofort müsst ihr das Video kommentieren und uns Daumen da lassen. Schaut doch auch mal beim Hamsen vorbei auf den Kanal, der bringt GTA-Videos aus der Sicht der Profis. Naja. Und ich bringe halt Videos aus der Sicht der Anfänger. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein, Leute.